Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Und wir haben ja alles eingesetzt. Ich habe heimlich geguckt zwischendurch. Es gibt keine anderen Rezepte, die man machen kann. Also machen wir das einfach. Do it. Ja, Herstellung läuft. Ja, danke. Achso. Operation zur Proteine geladen. Herstellung läuft. Bitte durch das Fenster beobachten. Ausgabe erfolgt am Wandfeld. Alles klar. Ich beobachte durch das Fenster. Düt. 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 Das war's schon? Hallo. Piezo-nukleare Powerrüstung Brust. Jemin. Ja. Wenn du Strahlung ausgesetzt wirst, regenerieren sich deine AP schneller. Oh. Klingt ja lustig. Model B. Standardfutter Torso. Aha. Können wir uns mal an. Jetzt sind wir überladen und können nicht rennen, weil das Ding bestimmt super mega schwer ist. Super Hammer, mega schwer. 21 Gewicht. Seht ihr? Wusste ich. Wenn du Strahlung ausgesetzt wirst, regenerieren sich deine AP schneller. Finden wir das wichtig? Ich glaube eher nicht, wa? Ja, kannst du nicht ausrüsten. Wollte ich auch gar nicht ausrüsten, wollte ich ablegen. Was haben wir denn? Angetrieben Polymer-Power-Rüstung. Ne, Kampfrüstung. Das ist ja unser normales hier. Minuteman E-Torso haben wir. 280, 210, 300. 280, 210, 300. 262, 180, 300. Und es ist nur B. Könnte besser werden, wenn wir das aufgraden, ne? Schmeiß mal hier noch den Laborkittel weg. Dankeschön. Auch diesen brauchen wir nicht. Hunderüstung. Hat Dogmeat schon eine anständige Hunderüstung an oder hat er noch die leichte an? Dogimiti. Komm mal hierher. Hey! Handeln. Ich kaufe und handle. Er hat eine anständige. Aber hat er einen Todeskrallenhandschuh? Sieht geil aus, bisschen. Gut. Ja, langsam rennen wir hier lang. Wir müssen noch weiter ausdingsen hier. Den ziehen wir auch nie an. Komm, mach weg das Ding hier. So, away the dirt. Auch weg. Silvershroud-Sachen dürfen wir ja nicht wegtun. Weil wegen Questgeschichten. Kabett ja verstanden, wa? Haben wir verstanden. Ist gut. Ist gut. So, die sind natürlich auch, ja. Hilfsmittel, die wäre Schrott. Warte mal, genau. Abgenutztes Klemmbrett. Lebt denn wohl? Wir können doch einfach. Dogmeat. Dogmeat, na? Lange nicht mehr voll gespammt worden, war? Dogmeat, hey! Na, ich trage zu viel, kann ich drin. Ja, ist mir recht. Mein Schrott. Enter. Nimm alles, du Hund. So. Guck mal, wie viel Platz wir da haben. Müssen wir gar nicht nach Hause gehen. Ha! Ich wollte schon nach Hause gehen, ausmüssen und so. Aber nö, wenn Dogmeat jetzt. Was ist jetzt? Ich höre da was. Reinraumterminal benutzen. Dekontaminierungssequenz beginnen. Yo, do it. Mhm. Okay, schön, ja. Ja. Oh, jetzt hier draußen noch ein bisschen umschauen. Ich hab halt gelesen, ne? Was? Ach, die Türme. Die Türme, klar, wir haben ja die Dings aktiviert. Hier, Nabels. Muss ich dich leider immer tot schießen, Herr Maschinengeschwer-Schützturm? Hat sie ihn genatzt. So, und du noch. Tja. Und so zerbröselt der Keks nun mal. So. Schipeichern. Was ist hier noch? Aluminium kann jetzt das. Vorführraum hier. Kino.
Kino und Bier. Kluchen. Na? Kleines Klochen, Seta, wusste ich. Ach so, genau, ich wollte noch, es tut mir so leid, ihr musstet jetzt schon wieder ausgefallen, weil es war, also, ich hatte das einfach jetzt unter der Woche, hatte ich das abends nicht mehr drauf, noch gemütlich Fallout aufzunehmen. Und ging einfach nicht. Und dann, ist halt ausgefallen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber jetzt ist ja bei mir Samstag, kann ich wieder schon aufnehmen und dann habt ihr ab morgen wieder was zu gucken. Was haltet ihr davon? Findet ihr gut. Hoffe ich. Ja, wie gesagt, tut mir halt leid, wenn es immer so, aber es ist einfach, puh, manchmal ist es einfach nicht. Tür, direkt da. Schlüssel. Oh, hallo. Der Direktor. Mhm. Was? Was war denn das, Herr Direktor? Das war ja gar nichts. Ich dachte, der kann was hier, der Direktor. Fusionskern, Nymik. Geil. Mal an das Licht hier. Bierflasche. Ha, antiker Globot. Fusionskern, Patrönchen. Oh, Massachusetts Chirurgenblatt. Verdammt nochmal, ja. 2% Körperteilschaden. Läuft. Amateurfunkbox, hallo. Ja. Terminal des Direktors. Kann ich nicht tun, solange ich eine Powerrüstung trage. Weil an manchen Terminals muss man sitzen. Das darf man im Stehen nicht. Das wäre ja... Frevel! Frevel an der Terminalität! Lass mich nur kurz einen Schluck trinken. So, Benutzer, Direktor John Elwood ist angemeldet. Rein, Raum. Alle Systeme normal. Achso, ja, okay. Gut, zurück. Ah, das war ein Zurück zu viel. Ach, Manu. Persönliche Aufzeichnung gehen. Aufruf von Kemp. Ich habe einen sehr eigenartigen Anruf von Colonel Kemp erhalten. Er hat sich nach dem Status des Projekts erkundigt. Und als ich ihm gesagt habe, dass wir immer noch dem Zeitplan hinterherhinken, war er nicht wütend wie sonst immer. Er meinte nur, dass es sehr wichtig wäre, dass das Team heute weiter im Labor arbeitet und dass ich ihn kontaktieren soll, sobald das Projekt beendet ist. Es war fast so, als wolle er mir etwas sagen, aber ich weiß nicht was. Es war eine Warnung. Er wollte mich warnen. Wir wurden von einer Atombombe getroffen. Das Labor wurde zwar so konstruiert, dass es so ziemlich allen widerstehen kann, bis auf einen direkten Treffer, aber der EMP hat sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt lahmgelegt. Ich habe dem Team gesagt, dass in der Stadt ein Manöver abgehalten wird, aber ich weiß nicht, wie lange sie mir das abkaufen werden. Ich muss einen Weg finden, Colonel Kemp zu kontaktieren, damit die Army uns an einen sicheren Ort bringen kann. Aber selbst wenn ich ein funktionierendes Telefon finden würde, käme ich wohl nicht zu ihm durch. Vielleicht kann ich ihn über ein Amateurfunkgerät vom offenen Kanal erreichen. Wir müssen das Projekt zu Ende bringen. Überall wird geplündert und die Leute kämpfen in den Straßen. Ich konnte ein Funkgerät und ein paar Vorräte auftreiben, aber auf dem Rückweg hat mich eine verirrte Kugel an der Schulter getroffen. Die Wunde und die Strahlenkrankheit haben mir die letzten 36 Stunden zur Hölle gemacht. Ich habe endlich die richtige Frequenz gefunden und einen Verbindungsoffizier erreicht. Aber der meinte, dass Kemp befohlen hätte, nur dann ein Rettungsteam zu schicken, wenn kriegswichtige Projekte oder Personen betroffen sind. Wenn wir uns holen lassen, ohne das Projekt abgeschlossen zu haben, wird er uns wegen Hochverrats erschießen lassen. Ich muss das Team im Labor festhalten und wir müssen das Projekt zu Ende bringen. Kann nicht mehr lange durchhalten. Es gab ein Problem mit dem Reaktor. Die Druckwelle der Explosion muss die Dämpferkleidung beschädigt haben. Denn laut den Sensoren gibt es im Labor ein Leck. Außerdem hat Will versucht, sich in die Verwaltungssteuerung zu hacken. Bisher konnte ich das verhindern, aber ich glaube, die Wunde in meiner Schulter hat zu einer Sepsis geführt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Erika, bitte lies das. Erika, es tut mir leid. Ich weiß, ich war nicht der beste Ehemann, aber ich habe alles getan, um dich seit dem Angriff zu beschützen. Wenn du das hier liest, dann hoffentlich, weil ihr das Projekt zu Ende gebracht habt und mit dem Funkgerät Hilfe rufen wollt. Ich kann nicht länger durchhalten. Hat sie ihn erwischt? So, interner Mail-Transfer. Haben wir alle wahrscheinlich schon gelesen, wa? Elwood Woolum, bist du da? Ich hole uns raus. Er hat uns ausgesperrt. Re vertraulich, gelöschte Mail. Kennen wir alles schon. Kennen wir alles schon. Ist gut, dann sind wir fertig. Warte, speichern. So. Gibt's hier noch was zu holen? Telefon. Telefon ist ein gutes Phone. Machen wir wieder an den Lampignon. Achso, mach wieder an den Lampignon, ist gut. Jetzt wäre ich fast ohne Powersuit abgehauen hier.
Müssen wir uns merken für gleich, wenn wir gehen wollen, dass wir den Power-Suit wieder anziehen. Hätte ich jetzt beinahe, wäre fast ins Höschen gegangen. Ich trage zu viel, kann ich rennen. Natürlich nicht, ich habe aber meinen Power-Suit nicht an, ich Trottel. Das wär's. Trottel, gib die Muni. Ja, oh, toll jetzt. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ne? Statt dass der mir sagt, wenn du jetzt noch eine Sache aufhebst, trägst du zu viel und kannst nicht rennen. Geh deinen Power-Suit holen. Nein. Nein! Jetzt falle ich hier auch noch durch. Oh. Na, habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht? Ich würde ja gern rennen, aber ich trage zu viel. Warte mal, Dogmeat. Warte mal, hey. Dogmeat, hier. Komm mal hierher. Wir müssen mal kurz reden. Dios mio, ey. Der Finn wieder, ne? Mein Schrott. So, nimm mal schnell alles, Dogmeat. Ja, die wiegen halt, ne? Die wiegen, so. Dankeschön, guter Junge. Guter Hund. Ja, fein. Ja, fein. So, da stehe ich doch. Siehst du mich, Günther? Ich stehe da hinten. Siehe? Achso, hier können wir da reingucken. Hallo. Machen wir schon. Rinder in die gute Stube. So, wir haben jetzt das Passwort für die Railroad. Ja, es ist natürlich die Frage. Ich habe mir das überlegt, dass wir vielleicht halt für die Railroad die Sachen machen und aber auch fürs Institut. Und, aber da habe ich immer Angst, ne? Ich mache immer gerne so, ja, ich spiele erstmal mit und ein bisschen, um Sachen zu erfahren, ne? Schleim ich mich erstmal ein und so. Und dann verrate ich die. Aber das ist ja manchmal dann keine Option mehr und das ist schlimmer. Das ist das Schlimme, wenn man denn sagt, so, und jetzt falle ich euch in den Rücken. Darf ich nicht. Darfst du noch sagen, ja, ja, aber und, naja. Darfst nicht mehr Nein sagen. Ja, das ist immer so ein Problem. So, tja, warte kurz. Ja, wollen wir gar nicht. Wir treffen uns mal mit dem Dings, habe ich überlegt. Triff dich mit dem Runner, genau mit dem. Genau mit dem wollen wir uns treffen. Wo ist er? Wo bist du, Herr Runner? War, glaube ich, hier am Arm der Welt irgendwo, ne? Hier, triff dich mit dem Runner. Kai in der Hand. Gehen wir hin. Ey, ich sagte, da gehen wir hin. Ach so. Das ist ja in der Nähe hier vom Unterschlupf Mercer. Aha. Aha. Das Commonwealth ist ein ohnehin gefährlicher Ort. Doch je weiter man nach Süden reist, umso gefährlicher wird es. Todeskralle. Huch. Kommen wir hier direkt hier raus. Na? Wie läuft's? Alle schick hier? Mach Meldung, Soldat. Betreuer. Dann eben nicht. Dann mach keine Meldung. Kann natürlich auch den Runner jetzt einfach ausschalten, ne? Kann das eventuell sein? Kommt da schon wieder die Bruderschaft? Was war eigentlich die Quest? Also, worum ging's dabei? Ich hab's jetzt... Weiß es nicht mehr. Sprich mit... Ja, schön. Kann ich nicht mehr... Weiß ich nicht mehr, was da jetzt los war. Warum der Runner hier ist, warum wir uns mit dem treffen sollen. Also, ich gehe davon aus, dass wir uns mit dem treffen sollen, um ihm zu helfen, aber... Hallo, Bruderschaft. Bitte macht mir jetzt keinen Stress, okay? Ja, ich bin ein Synth-Freund. Und? Habt ihr ein Problem damit? Dann könnt ihr herkommen, aber... Wir haben doch wirklich genug Feinde alle. Oder nicht? Oder nicht? Hä? Sheriff-Dienststelle, Nahhand. Oder heißt es Nahhand? Ach so, ich dachte, das wäre irgendein orientalischer Name, aber es ist einfach das Kai in der Hand. Macht ihr denn da, ihr Bruderschaftler? Warum seid ihr hier? Guten Tag. X688, das ist der Runner, mit dem wir uns treffen sollen, ne? Oh ja, uff, tja. Huch. Wie ist denn das jetzt passiert? Dürfte nicht lange dauern. Ich kann den nicht töten.
Wie gehen wir denn mit der Situation jetzt um? Ich kann ihn nicht töten, ich will aber auch nicht gegen die Bruderschaft kämpfen. Machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir werden beobachtet. Übersprungshandlung, kennt ihr das? Machen Hühner auch. Und statt wegzurennen, fangen die dann an zu picken. Hallo? X688, können wir uns kurz unterhalten? Ja, gerade ungünstig, sagst du? Achso, ich dachte, die Leiter führt irgendwo hin. Macht sie nicht. Oh, was? X688, jetzt renn doch weg vor den Jungs. Komm, lass uns doch mal in Ruhe. Silver Shroud, hey, na? Ich war auch mal Silver Shroud ganz kurz, bevor es gebackt ist. So. Können wir uns mal kurz unterhalten? Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Oh nein, du wirst nicht. Ich bin bereit, reinzugehen. Ja, dann lass uns reingehen. Mann, Jungs. Jetzt... Ist eine ganz schön vertrackte Situation. Du bist so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot? Warum schießt du die denn an? Die hätten dich gar nicht bemerkt, Mann. Was zappelt nur rum? Können wir uns unterhalten kurz? So, wurde jetzt da... Nee, Dogmeat, danke. Verzeihung, war falsch, Doggy. So, ja, gehen Sie bitte weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Worauf schießt ihr jetzt? Auf wen schießen die denn? Auf wen schießen die denn? Hä? Hä? Die haben doch hier auf irgendwas geschossen. Hier drüben auf dem Boot vielleicht, Raiders. Oh, da liegen auf jeden Fall Tote, ja, kann sein. Ist ja auch eine geile Bootstadt. Finde ich geil. Tja, wie gehen wir denn jetzt mit der Situation um? Ich weigere mich. Achso, ich darf hier nicht durch die Tür. Ich weigere mich eigentlich gegen die Bruderschaft zu kämpfen jetzt hier. Die sind doch eigentlich ganz umgängliche Jungs. Die Leute von... Bruderschaft. Hier geht's doch hoch. Ist doch ein Geheimweg. Sehe ich doch. Da liegt doch was. Bestimmt eine alles plus 10 Wackelpuppe, die ich hier verpassen täte jetzt. Nee, da ist überhaupt nichts Geheimes oben drauf. Da vielleicht? Nein. Ach, das Spiel, ey, was machst du denn mit mir? Sowas kann ich ja leiden. Da war, habt ihr gesehen, ich habe X688 in den Kopf geschossen. Ich war fest entschlossen, das Institut zu verraten. Und jetzt so. Ja, macht ihr mal da. Ich gucke mir hier mal die Gegend an, ey. Das war eine Visitenkarte. Ich hab... Was? Schon wieder. Pigmans Visitenkarte, hä? Molly. Pigmans Visitenkarte. Zeig mal her. Hm, nicht hier reinfallen wieder? Okay. Diverses. P wie Pigman. 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 Pigmans Visitenkarte. Interlesen. Pigman war hier. Finde mich, wenn du dich traust. Herzchen. So, so, Pigman. Dann komm her, Pigman. Aber gib die 45er-Patronen vorher her. Was ist hier? Eddie Winter Holoband. Wiedergabe, bitte. Nachricht an Sal Pasconi. Wir beide müssen reden. Über Danvers, über diese Montrano-Scheiße, über alles. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Versuch, die Beziehung zwischen North End und South End zu verbessern, gründlich gescheitert ist. Ich übernehme natürlich die Verantwortung für das Verhalten meiner Jungs. Ich erwarte das Gleiche von diesem Volltrottel Montrano. Aber was war das mit Danvers? Ich weiß kaum, was ich sagen soll. Deine Leute haben den Laden in ein Schlachthaus verwandelt. Diese Leute sind tot, weil du den Befehl dazu gegeben hast, nicht ich. Und für das Ganze gab es für mich keinen Grund. Also treffen wir uns. Nur wir zwei. Reden wir darüber. Ne?
Nenn mir einfach einen Ort und eine Uhrzeit. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Aha. Wow. Finde ich jetzt gerade. Ich bin gerade emotional viel zu sehr. Rente, was machen die denn? Sag mal! Das geht mir jetzt auf den Knispel. Ich. Nö. Nö. Ich breche aus der. Hat der jetzt den Vertibird abgeschossen? Nö, mach ich nicht mit. Ich, passt mal auf, wir machen das jetzt anders. Wir porten uns jetzt da wieder hin. Kann doch nicht wahr sein, was hier los ist. Ich glaube, die können mich doch nicht zwingen, jetzt gegen die Bruderschaft zu kämpfen, oder es geht nicht weiter. Also, man muss sich doch entscheiden können. So weit kommt es noch. Nee, komm, wir machen mal hier auch Schnellreise nochmal hin. So, schnell dahin reisen. Vielleicht sind da jetzt Sachen wieder gedespawnt, wisst ihr? Gibt's ja nicht. So. Dogmeat hat etwas gefunden. Wo bist du? Kleiner Runner. Da hinten. Da steht er. Okay, das klingt wie ganz normale Schüsse. Das scheint nicht die Bruderschaft zu sein. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich unterstütze das. Was sind das hier für Geräusche? Ist nur Wasser. Alles klar. Ich glaube, irgendwer hat auf mich geschossen gerade. Na, dit wirkt mir aber zweimal überlegen, ob ich auf mich schieße, wa? So. Gib mir hier jetzt einen Kram. 10mm Patronen. Nimm ich. Nimm ich alles. Stimpacks nimm ich auch. Du kommst noch klar, ne? Runnerman. X688, wa? Schaffst du schon. Dogmeat blockiert mich wieder. Klar, wie sich das gehört. Cooler Typ. Meine Maus ist mal wieder zu schnell. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Seht ihr? Mit Gefühl. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Und ich würde sagen, das ist die Moral von der Geschichte für heute. Denn noch mehr Folge gibt es nicht. Es ist, morgen geht's wieder weiter, Quatsch, morgen, übermorgen geht's wieder weiter, upsie. Und ich würde sagen, wir knacken das hier doch nochmal schnell. Auch wenn ich schon gesagt habe, dass die Folge vorbei ist, ist Bunsenbrenner, Bodokina. Kryomine brauchen wir nicht. Das hier für einen Schmuh, ey. Na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Fallout 4 und Tschüssli Müsli.